So Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Im heutigen Part werden wir zwei Geheimnisse lüften, beziehungsweise drei Geheimnisse. Erstens, die Weise, genau die Weise dieses Tempels hier, ist nur eine Frau, die wir schon mal getroffen haben. Sie wohnt auf Draconia und ist niemand anderes als Meluetta oder wie sie hieß. Der andere ist Markus. Ich habe mich ein bisschen auf einer Seite umgeguckt und habe mir helfen lassen. Denn ich habe 2 Stunden gesucht. Ich sage jetzt nichts. Ich habe 2 Stunden gesucht, irgendwas rauszufinden. Ich habe dann die Video ausgemacht und angemacht. Also wir sitzen hier wieder genau vor. So. Und ich wollte weitermachen und habe mir gedacht, nee, komm, ich suche keine 2 Stunden in einem Part, der nebenbei auch noch so schlecht kommentiert worden ist. Und ja, da habe ich gelesen. Und nebenbei habe ich sogar noch was gefunden. Nämlich, wenn wir hier rausgehen. Und da sehen wir es auch schon. Nee, da sehen wir es nicht. Da sehen wir es. Da ist eine Möwe. Das habe ich per Zufall gelesen. Das tut mir echt leid. Das stand mit direkt in dem Ding hier drin. So, reicht es, wenn ich das hier mache? Ja, reicht es. So. Hier soll irgendwo ein Herzteil versteckt sein. Das habe ich per Zufall gelesen. Das heißt, die meinten irgendwie, da oben. Man soll sich nach ganz oben wagen und sich das Herzteil schnappen. Weil es einfach klug wäre. So. Nebenbei wird gerade hier irgendwo rumgeschossen. Ja. Wir können übrigens eine Möwe steuern, das ist echt cool. Hier gibt es nur Energie. Dann gehen wir wieder zurück. So. Ja, wir haben ein Herzteil gefunden. Jeweils 4 Herzteile fügen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Das bedeutet mehr Energie, also immer fleißig suchen. 3 Stück fehlen noch. Auf uns wurde geballert. Okay. Also, unser heutiges erstes Ziel ist falsch. Da war's. Unser heutiges erstes Ziel ist Tantopia, denn dort ist wirklich Markus. Bin ich? Ach, da oben bin ich. Mit dem wirbeln wir jetzt nach Tantopia. Ich finde, dort, wo er sich versteckt, ein bisschen gemein. Ich wäre jetzt auch, glaube ich, da nicht auf den ersten Blick drauf gekommen. Markus ist wirklich. Oh, Markus, heißt das so? Irgendwie so heißt der. Ist wirklich noch auf Tantopia. Ist ohne Witz. Also, ich wäre da nicht drauf gekommen, dass er noch da ist. Ich war hier auch noch einmal, eine halbe Stunde habe ich gesucht. Ich habe eine Insel gesehen. Und zwar die da, habe versucht, da drauf zu kommen. Da habe ich aber irgendwie Pech gehabt mit. Da kam ich nicht drauf und da habe ich weitergeguckt. Und dann gab es, was ich richtig in Erinnerung hatte, wird mir gesagt, irgendwas hier links bei diesem Wasserfall. War das der hier? Ja, irgendwas war hier. Aber was war hier? Es ist schon die Frage. Es ist natürlich die Sache. Ich muss mal kurz nochmal aufmachen. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Sie haben einen Screenshot von hier gezeigt. Und da dachte ich auf jeden Fall, ja, Markus ist doch hier. Deswegen wundert euch nicht, wenn es immer kurz ein bisschen ruckelt und zuckelt. Liegt daran, dass das Bild dann hier nicht perfekt aufgenommen wurde. Tut mir leid. So. Ist das hier Markus? Oder nee, ich glaube, das ist jetzt zuerst ist das Meletta, ne? Oder Medolia. Oh Mann, und jetzt lädt die Seite natürlich nicht. Doch, da haben wir sie. Ja, das erste ist Medolia. Das zweite ist, ja, das zweite ist es jetzt, ne? Genau. Bei den gesuchten Weisen handelt es sich um Markus aus Zantopia. Ihr kennt den kleinen bereits, genau. So. Nach eurer Ankunft geht ihr an das Land und schaut euch links von der auftauchenden Schnapppflanze am Wasserfall um, aus dem bereits Noten kommen und eine Streichmelodie. Hör ich zwar nicht, aber okay. Dringt. Wie? Stellt euch direkt vor das Wasser und schaut nach oben. Ihr seht einen Ankerpunkt für euren Greifhaken, den ihr dorthin werft. So könnt ihr das Problem durch den Wasserfall ins Innere in die versteckte Höhle schwingen. Ah, natürlich.
Das ist... Oh, das ist einleuchtend. Das ist echt einleuchtend. Auf sowas wäre ich nie gekommen. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Er ist nicht da. Spiel, verarsch mich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen gedisst. Oder kann ich immer nur ein? Ich muss jetzt erstmal die Medaille finden. Ach, okay, das kann es natürlich auch sein. Das kann es natürlich jetzt auch sein, dass ich erstmal immer nur einen finden darf und dann geht's weiter. Das heißt, ich suche erstmal Medaille. Gut, die ist ja auf Draconia. Hier hinten. Spiel, danke. Aber warum ist Markus da nicht? Das verstehe ich nicht. Kann echt sein, dass ich die Tafel, die ich angesprochen habe, zuerst ansprechen muss, damit ich das machen kann. Das kann es natürlich echt sein. Ich weiß es ja selber nicht unbedingt, aber das kann es echt sein. Was machst du denn da? Hallo? Was macht denn der Typ da? Und Moment mal, hatten wir nicht hier eine Stelle, wo wir mit den Bomben nicht rankamen? Ich will mal kurz nur erkunden. Und zwar hier. Bomben. So. Mach Boom! Was kriegen wir da? Ein Loch. Ups, sorry. Ein Loch. Was bringt mir das Loch denn hier? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Respekt und Angst. Was ist das? Toll. Zwei Rubine. Was soll das hier sein? Hä? Oh nein. Es ist wieder so eine nervige Kampfarena. Ah, aber sie ist eindeutig. Man weiß genau, wo man hin muss. Gut, da sollten wir ein bisschen drauf aufpassen. Wir sind wieder in so einer Kampfarena gelandet, ne? Warum auch immer. So. Es ist nicht derselbe Raum wie vorhin, oder? Nee, es ist nicht wie der erste Raum. Oh je. Oh je, Mine. Aua. Hier gibt es Rubine. Hier gibt es Herzen. Was ist das denn jetzt hier? Das ist wieder so eine Art Rätsel oder was? Da leuchtet ein Feuer. Ist das ein zweites Feuer aufgetaucht? Eins, zwei. Toll, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wo das Feuer entstanden ist. Das ist natürlich praktisch. Ich glaube mal hier rechts. Ist das ein Labyrinth? Nein, es darf kein Labyrinth sein. Ich bin wieder hier. Ich bin schon wieder hier aufgetaucht, warum auch immer. Gehe ich mal hier rein. So. Schleimies. Keine große Sache eigentlich wieder. Hauptsache, wir kriegen hier ein paar Rubine. Das ist sehr wichtig eigentlich. Ich weiß nicht, warum immer diese Fackeln hier auf einmal aufleuchten. Ob die mir irgendwas symbolisieren wollen. Ich gehe einfach immer da rein, wo die Fackel gerade aufleuchtet. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. In dem Fall brauche ich keine Angst haben, dass ich irgendwas vielleicht nicht finde. So. Drei Fackeln leuchten. Das sieht aus wie der Rückweg. Dann kann nur noch diese Fackel hier angemacht werden. So, was haben wir hier? Oh, wie süß. Ja, genau. Huch, hier ist auch das Gitter aufgegangen. Warum ist denn hier das Gitter aufgegangen?
Oh je, was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir auch noch irgendwo anders rein, wo ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Eine Kiste. 50 Rubine. Oh, und noch mehr Rubine. Sehr wichtig. Absolut fucking wichtig. Die Frage, die ich mich jetzt nur stelle. Huch? Ich verstehe den Sinn gerade nicht dahinter. Nee. Den Sinn habe ich leider verloren dahinter. Komisch. Ist das ein altes Vogelgeheimnis? Oh, 50 Rubine sind versteckt. Dort wird der Geist erweckt. Oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. So. Hier hoch? Da steht jemand. Warum steht da jemand? Hallo? Schneckenpost oder was? Du bist nicht von hier, oder? Nö, bin ich nicht. Ich höre irgendein Zwitschern. So ein Bling, Bling. Das meinen die doch auch auf der Seite. Also ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, da kann ich immer nur ein Tempel-Event gleichzeitig auslösen und nicht zwei. Okay. Das ist natürlich echt klug. Gut, wo ging's raus? Ich glaube, hier ging's raus. Ne? Ich habe es nämlich draußen gehört. Genau. Da oben ist ein Haken. Geht die da oben? Kommen wir da rüber? Ja, komm mal rüber, okay. Und Blumen kaputt machen, weil ich keine Blumen mag. Okay. Ja, komm. Ist die da? Geht die da? Was ist das hier? Jetzt bin ich natürlich neugierig, ne? Also. Bling, bling, bling. Du spielst Scheiße, Mädchen. Guck mal, ich hab dich gehört. Also, du bist wohl auf. Ja, bin ich. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinem Abenteuer zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar allein zurecht. Wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Masa. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und seltsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid. Musst du wissen. Soll ich mal musizieren? Warte, wie ging das jetzt? Das war doch die Hymne des Terra-Gottes, ne? Ging so, ne? Ja, genau. Na? Was? Für mich ist dieses Instrument wirklich von schicksalhafter Natur. Es war dieses Instrument, das mich dazu angehalten hat, den Weg zur Maid einzuschlagen. Komoris Großmutter war meine Lehrmeisterin. Schon alleine, um sie zu ehren, muss ich schnell eine gute Maid werden, um dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist ja ein... Ich stand vorhin schon vor dir! Wirst du mich etwa dirigieren, Masa? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Da, 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 da. Hymnen des Masa. Spaß beiseite. So. Hä? Was ist los? Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendetwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien.
Zeitlupe. Tragischer Unfall. Ihr Auftritt. Hallo? Wer bist denn du? Hallo, ich bin's. Ich Medolie. Ah, du bist aber hässlich. Guck mal, wir haben dasselbe Instrument. Ich sollte meins verbrennen. Ich porte mich neben dir. Enttäusch mich nicht, oder ich verbrenne dich, du Hexe. Echt schöne Musik. Sarkasmus? Oh! Triforce! Das Masterschwert, warum auch immer das auftaucht. Die Luft riecht komisch. Das sieht so dumm aus. Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagt mir, was ich von nun an zu tun habe. Masa, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Heute jetzt etwa? Masa, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen. Das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Hallo, lieber Vogelmann. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Wie das klingt, lass uns heimlich abhauen. Ich möchte, dass es mich einfach als die Maid Medolie in Erinnerung behält. Oh, sie sind weg. Och, der Arme. Oh, jetzt sind wir weg. Bitte sparen wir uns die Cutscene. Sie sitzt jetzt mit da drauf! Ja, sparen wir uns mal ein bisschen Zeit. Oder heißt es jetzt, da sitzt jemand bei dir? Das ist zu gefährlich. Nee. Sie dreht sich mit. Das ist gut. Und der Part ist schon wieder vorbei? Was zur Hölle, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Das ist echt unglaublich. So. Mama, ich bring meine erste Freundin mit nach Hause. Ich will eigentlich nur den Fisch füttern. Weil der noch das Geheimnis hat, ne? So, und das lautet, hey Jüngchen, ich weiß Bescheid über dich, genau. Guck mal, zeichnen wir echt noch die Seekarte ein, ne? Boah, ist das gigantisch, ey. Unter den potthässlichen Felsen oben auf dem Hügel auf Priulen soll es doch tatsächlich ein Schatz des legendären Piraten-Captain Dreifuß. Ah, das ist das mit... Okay. Das erklärt natürlich so einiges. Also soll Pirat Dreifuß diese Dings haben. Wie heißen sie jetzt? Triforce-Splitter versteckt haben. Aber wer soll Pirat Dreifuß sein? Das ist jetzt noch die Frage, die ich habe. Milchi, guck nicht einfach stur in die Richtung. Wir müssen nach Osten. Ich will heute noch zum Tempel kommen. Das wäre so ein bisschen wichtig für mich. Dann können wir nämlich noch, haben wir doch wenigstens etwas erreicht. Und dann haben wir den ersten Weisen zurückgebracht. Die Kleine hier.
The Legend of Zelda Medolius Awakening. Oh ja, yeah. Adventure, meine ich natürlich. Ich habe nicht Awakening gesagt, ne? Oh Gott. Ah, nee. Ich möchte gerne noch mehr Futter ausrüsten, denn da hinten haben wir auch noch so einen Fisch. Der kommt uns jetzt genau prima in den Weg. Das ist echt passend eigentlich. Und dann haben wir noch... Ja, doch, nicht mehr so viel. Wir haben übernatürlich viel Futter gekauft, ey. Warum habe ich denn noch so viel Futter hier? Ich habe hier 3, 6, 9, 12, 15, 18 Futterdinger. Für 5 Felder noch. Wo ist der Fisch? Wo ist Fisch? War der nicht immer da? Da hinten. Gut, da springt er, ich weiß. Wir haben sogar Besuch dabei. Also ich habe Besuch dabei. So. Na Fisch, wie geht's dir? Ich habe was für dich. Lecker, lecker. Lecker, lecker vom Bäcker. Hey Jüngchen, genau. Dankeschön. Das heißt, wir brauchen danach noch 4 Kartenregionen auf unserer Seekarte. Das ist echt gut. Der Terra-Tempel. Oder die Terra-Insel. Gib's zu, in die Höhle, deren Eingang wegen dieses heftig schweren Felsen zugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Haha, ich kann's dir nicht verdenken. Und da ich ja kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten. Ach so, ja. Schon gut. Du weißt schon, dass ich die Weise neben mir hab, ne? Pass auf, dass sie dich nicht verbannt oder ist. Irgendwie so. Irgendwas in der Art. So. Sehr schön. Medolie, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Maser in der Nähe ZR drückt, dann folge ihn ohne Widerworte. Und wenn Maser A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin. Oh Mann! Auf dass er dich tragen kann. Nein! Nicht das. Du Maser. Wenn Medolia an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du nicht verstanden? Ah, um sie zu steuern. Du beschützt Medolia Maser und Medolia hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder um seiner alten Stärke zu verhelfen. Also spiele ich jetzt einen Doppeldungeon. Oh Gott, da habe ich ein bisschen Respekt vor jetzt. Ah, das könnte gefährlich werden. So. Medolie. Aufheben. Alles fit bei dir? Bap. Ist das geil. Hallo? Hallo? Ich will nochmal zu winken. Das sieht dermaßen falsch aus. Alter. Leute! Ich habe zu viel Spaß, ne? Das ist echt unglaublich. Im nächsten Part geht es hier rein. Und darauf freue ich mich. Bis dann, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.